Ja, und bei mir steht jetzt unser Assistkönig Roland Kaspitz. Roland, Zagreb und Salzburg waren in den letzten Wochen das Maß aller Dinge. Jetzt habt ihr beide geschlagen. Ist der VSV in absoluter Höchstform momentan oder geht es sogar noch besser? Ja, ein bisschen besser geht immer. Ich meine, wir haben gewonnen. Es war aber eine knappe Partie. Wir hätten beide verlieren können. Ich meine, ja, es ist okay so, ab und zu gewinnst, ab und zu verlierst. Und wir sind momentan auf einem guten Lauf. Und jetzt hoffen wir, dass es weiter so geht. Heute kommt mit den Vienna Capitals ein Team, das eigentlich zu den Favoriten gezählt hat. Es läuft aber überhaupt nicht. Die müssen unbedingt gewinnen. Wie habt ihr euch darauf eingestellt? Ja, eingestellt. Ja. Wir wissen, dass Wien eine gute Mannschaft ist, wenn es läuft. Wien ist mir echt stark spielen, defensiv fallen und unsere Chancen verwerten. Dann dürfte der Sieg ausschauen. Was sind am ehesten die Stärken und was am ehesten die Schwächen der Capitals, deiner Meinung nach? Ja, ich weiß nicht, ich glaube halt, dass sie sehr talentiert sind, eine der talentiertesten Mannschaften in der Liga. Aber sie haben bis jetzt noch nicht so oft als Mannschaft gespielt und das ist wahrscheinlich die Schwäche. Der VSV hat den Druck von den eigenen Fans, aber ich glaube trotzdem eher ein Vorteil heute gegen die Capitals, oder? Dass man zu Hause spielt. Ja, also ich spiele schon gerne daheim, da spart man sich die Busfahrt. Also da steht einem guten Spiel nichts im Wege. Das hoffen wir auch. Vielen Dank, Roland Kaspitz. Und damit zurück zu Gerhard ins Studio.